Ich freue mich, dass Sie auf meinem Kanal Arzneizeit vorbeischauen. Mein Name ist Maren Torkler, ich bin Apothekerin und meine Vision ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihren Medikamenten wissen. Heute geht es mal um den Wirkstoff Gabapentin, ein Epilepsie- oder auch Schmerzmittel. Ich werde auf mögliche Nebenwirkungen eingehen und Ihnen genau sagen, bei welchen Nebenwirkungen Sie schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen sollten. Ich werde Ihnen genau erklären, was Sie bei der gleichzeitigen Einnahme anderer Medikamente zu beachten haben. Und am Ende geht es noch mal kurz um die Wirkweise und dann kann es jetzt schon losgehen. Wie gerade bereits kurz erwähnt, findet das Gabapentin Anwendung einmal in der Behandlung der Epilepsie und auch bei peripheren neuropathischen Schmerzen. Das sind Schmerzen, die man zum Beispiel infolge einer Diabeteserkrankung entwickelt oder aber auch nach einer durchgemachten Gürtelrose. Bei der Erstanwendung des Gabapentins ist es sehr wichtig, dass man das Gabapentin langsam aufdosiert und dann auf eine Minimumdosierung von 900 Milligramm pro Tag kommt. Der Grund dafür ist, dass klinische Studien gezeigt haben, dass die Wirkung erst ab 900 Milligramm pro Tag einsetzt. Wenn Sie jetzt bei sich selber erkennen, ach, ich liege da drunter, dann kann das sein, dass Ihr Arzt eine geringere Dosierung gewählt hat, weil Sie vielleicht eine leichte Niereninsuffizienz haben, denn das Gabapentin wird über die Niere ausgeschieden und wenn die nicht mehr ganz voll funktionsfähig arbeitet, dann geht man zu niedrigeren Dosierungen über. Aber wenn Sie davon nicht wüssten, sprechen Sie einfach Ihren Arzt darauf einmal an. Genauso wie man am Anfang der Therapie einschleichen sollte, ist es auch ganz wichtig, das Gabapentin nicht plötzlich abrupt abzusetzen, denn in dem Fall ist die Chance sehr groß, dass es plötzlich zu Krampfanfällen kommt. Da möchte ich auch nochmal an Sie appellieren, dass Sie da nicht einfach vielleicht mal einen Tag sagen, ach, ich lasse es weg, weil das recht gefährlich ist. Nehmen Sie bitte immer Ihren Arzt mit ins Boot, wenn Sie irgendwie sich nicht wohlfühlen bei der Medikation, aber setzen Sie es bitte unter keinen Umständen selber abrupt ab aufgrund dieser Tatsache. Die Höchstdosierung des Gabapentins, die liegt etwa so bei 3600 Milligramm pro Tag. Wie gerade kurz erwähnt, ist es wichtig, dass wenn Sie davon wissen, dass Ihre Nierenleistung eingeschränkt ist, dass diese Information unbedingt auch dem Arzt vorliegen muss, denn da muss man auf jeden Fall die Gabapentindosis dran angleichen. Zur Einnahme ist nicht viel zu beachten und zwar können Sie das Gabapentin unabhängig von der Mahlzeit einnehmen. Das bedeutet, egal ob Sie jetzt nüchtern sind oder etwas gegessen haben, das hat keine Auswirkung auf die Aufnahme in den Körper. Denken Sie immer dran, ein großes Glas Wasser zu trinken, damit der Wirkstoff gleich in Lösung geht. Und dann können Sie so die maximalen Plasmaspiegel und deshalb auch die maximale Wirkung etwa so nach 2 bis 3 Stunden erwarten. Der Wirkstoff Gabapentin ist nun ein Wirkstoff, der recht viele Nebenwirkungen haben kann. Andererseits ist er auch ein sehr wichtiger Wirkstoff, der gerade in der Behandlung der Epilepsie nicht wegzudenken ist. Denken Sie da auch immer bitte dran, dass Sie von dem Wirkstoff auch einen großen Nutzen haben. Aber mir ist trotzdem wichtig, die Nebenwirkungen auch hier mal kurz anzusprechen, denn die sollte man nicht vernachlässigen. Wenn ich davon spreche, dass einer von 100 Patienten die Nebenwirkung hat im Durchschnitt, denken Sie bitte auch dran, dass die 99 von den 100 Patienten diese Nebenwirkung nicht haben. Im Durchschnitt leidet mindestens jeder 10. Patient an vermehrten Virusinfektionen oder aber sogar an Fieber. Es kann auch bei mehr als jedem 10. zu Bewegungseinschränkungen kommen, zu Ermüdung, zu Schläfrigkeit, auch zu Schwindel. Die letztgenannten Nebenwirkungen sind auch der Grund dafür, dass Sie unter der Gabapentin-Einnahme, wenn möglich, nicht am Straßenverkehr teilnehmen sollten, keine gefährlichen Maschinen bedienen sollten oder keinem Beruf nachgehen sollten, der etwas mit Höhe zu tun hat, bei dem man irgendwie stürzen kann. Diese Nebenwirkungen treten besonders am Anfang der Therapie auf und auch bei einer Dosiserhöhung.
Als Epilepsiepatient müssen Sie dahingehend natürlich sowieso vorsichtig sein. Wenn Sie bei sich als Patient nun merken, dass Sie unter Schwindel leiden oder dieser Ermüdung oder aber auch der Schwäche oder Bewegungsstörung, dann sprechen Sie bitte unbedingt Ihren Arzt darauf an, dass Sie gemeinsam dann entscheiden, inwieweit Sie jetzt zum Beispiel Auto fahren können oder nicht. Besonders ältere Personen leiden unter der Gabapentineinnahme häufig an Ödemen, also an Wassereinlagerungen oder aber auch an dieser gerade genannten Schläfrigkeit oder Ermüdung. Also das ist besonders bei dieser Patientengruppe recht ausgeprägt. Ansonsten gibt es auch Nebenwirkungen, an denen mindestens jede hunderte Person leidet. Dazu zählen typische Magen-Darm-Beschwerden oder aber auch allgemeine Infektionen. Das Essensverhalten kann verändert sein, es kann zu einem verstärkten Appetit kommen, genauso auch wie zu einer Tendenz, viel, viel weniger zu essen, die im schlimmsten Fall sogar in Richtung Magersucht geht. Es kann auch zu Depressionen kommen, es kann zu Verwirrtheitszuständen kommen. Die Bandbreite der Nebenwirkungen ist beim Gabapentin, wie gerade erwähnt, recht groß. An Ihrer Stelle würde ich mich selber immer gut beobachten. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihnen irgendwas komisch vorkommt oder plötzlich irgendwelche Symptome auftreten, die Sie vor der Gabapentineinnahme nicht an sich festgestellt haben oder aber auch bei einer geringeren Dosis nicht festgestellt haben, dann schauen Sie doch in den Beipackzettel rein und gucken Sie mal nach, ob das dort aufgeführt ist. Und wenn das der Fall ist, dann nehmen Sie da bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt. Eine bedeutende Nebenwirkung, die ich an dieser Stelle ansprechen möchte, ist eine Überempfindlichkeitsreaktion auf das Gabapentin. Die kann sich recht vielfältig äußern. Ganz typisch sind zum Beispiel Anschwellungen des Rachens oder der Zunge. Es kann zu einem Blutdruckabfall kommen oder aber auch zu einer Lymphknotenschwellung oder allgemein zu Atemproblemen. Wenn das der Fall ist, ist es hier ganz wichtig, dass man diese Überempfindlichkeitsreaktion ausschließen kann. Das bedeutet für Sie, wenn Sie diese Symptome an sich entdecken, wozu auch das Fieber gehört, dass Sie dann das Gabapentin kurz pausieren und sofort einen Arzt aufsuchen, weil es hierbei ganz wichtig ist, dass man das einmal abklärt. Nun möchte ich einmal zu dem Vorteil des Gabapentins im Vergleich zum Pregabalin kommen. Der Vorteil des Gabapentins ist, dass es so gut wie keine Wechselwirkungen eingeht. Das sind Wirkungen auf andere Medikamente, die Sie parallel einnehmen oder dass andere Medikamente auf Ihr Gabapentin einwirken. Der Grund dafür ist, dass das Gabapentin über die Niere abgebaut wird, wie eben bereits erwähnt. Und für die einen oder anderen, die meine Videos schon gesehen haben, die wissen allmählich, wenn der Abbauweg rein über die Niere ist, dann gibt es wenig Interaktion, also Wechselwirkung mit anderen Medikamenten, weil viele Wechselwirkungen über die Leber vollzogen werden. Nur zwei Wirkstoffe oder Wirkstoffklassen sind hier einmal zu nennen. Als erstes sollten Sie daran denken, dass wenn Sie zum Beispiel Sodbrennen haben und sich in der Apotheke Medikamente kaufen, die sofort gegen Sodbrennen wirken. Also da spreche ich nicht von einem Pantoprazol oder Omeprazol, sondern von den anderen Wirkstoffen, die innerhalb von ein paar Sekunden oder Minuten die Magensäure neutralisieren können. Mit diesen Wirkstoffen kann das Gabapentin wechselwirken. Um das auszuschließen, können Sie sich einfach merken, dass Sie 2 Stunden Abstand zu diesen sogenannten Antacida einhalten. Dann können Sie für sich nämlich schon diese Wechselwirkung ausschließen. Die zweite Wechselwirkung, die das Gabapentin haben kann, die basiert auf einer Studie, die mit einer wahnsinnig geringen Teilnehmerzahl von 12 durchgeführt wurde. Das ist dann auch immer so die Sache, welche starke Gewichtung diese Studie überhaupt hat. Und zwar geht es da um den Wirkstoff Morphin, ein sogenanntes Opioid, ein Wirkstoff, den man bei starken Schmerzen anwendet.
Unter der gleichzeitigen Einnahme kam es dazu, dass erhöhte Wirkstoffspiegel des Gabapentins auftraten, die um 44% erhöht waren. Das ist schon eine wahnsinnig große Erhöhung. Das bedeutet einmal für Sie, wenn Sie starke Schmerzmittel wie Opioide einnehmen, das sind die Schmerzmittel, die Sie auf diesem BTM-Rezept bekommen, auf solch einem gelben Rezept, oder aber auch dazu gehören zum Beispiel Tramadol, Tilidin und Codein auch so, dann achten Sie besonders gut darauf, dass Sie keine Nebenwirkungen vom Gabapentin entwickeln und bestmöglich einmal den Gabapentinspiegel überprüfen lassen. Aber da die Studie nur am Morphin gemacht wurde, kann man das nicht ganz auf die anderen Substanzklassen ausweiten. Aber in dem Fall wäre ich da immer etwas vorsichtiger, denn es kann dann auch zu einer verstärkten Atemdepression kommen, die natürlich auch schnell in eine Richtung gleiten kann, die lebensbedrohlich wäre. Das heißt, da achten Sie besonders auf Ihre Atmung, wenn Sie unter der Gabapentineinnahme gleichzeitig ein Opioid einnehmen. Da ich gerade die Atemdepression anspreche, denken Sie daran, wenn Sie jetzt selber zum Beispiel Asthma-Patient sind oder COPD-Patient, dass Sie dann immer ganz genau Ihre Atmung unter der Gabapentineinnahme beobachten sollten, denn das Gabapentin könnte dazu führen, dass die sich unter der Einnahme verschlechtert. Wenn Sie das bei sich feststellen, dann kontaktieren Sie auf jeden Fall Ihren Hausarzt und sprechen Sie dort einmal diese Nebenwirkung an. Zwei Punkte möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen. Nach einer Auswertung mehrerer Studien wurde festgestellt, dass es unter der Einnahme allgemein von Antiepileptika zu einer erhöhten Suizidrate gekommen ist oder aber auch, dass Suizidgedanken plötzlich auftraten. Das ist mir sehr wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, wenn Sie das bei sich selber feststellen oder aber auch dieses Video jetzt für einen Angehörigen sehen, dass Sie das immer im Hinterkopf behalten, dass wenn irgendwelche Äußerungen in diese Richtung gemacht werden, dass da alle Alarmglocken erstmal angehen sollten und Sie dann bei sich selber oder aber auch mit Ihrem Angehörigen einen Arzt kontaktieren sollten, weil diese Tatsache dann natürlich genauer überwacht werden sollte. Als zweites möchte ich das Abhängigkeitsrisiko ansprechen, was beim Gabapentin nicht auszuschließen ist. Wenn Sie selber bei sich eine Toleranzwirkung merken, das heißt, Sie haben das Gefühl, das Gabapentin wirkt nicht mehr so gut und Sie müssen immer mehr davon nehmen, dann nehmen Sie bitte Ihren Arzt mit ins Vertrauen, denn das könnte schon ein erstes Anzeichen dafür sein. Und wenn man da recht früh eingreift, dann kann man das sehr gut abwenden. Ich möchte Ihnen damit keine Angst machen, sondern Sie nur darüber aufklären, dass es nicht auszuschließen ist und Sie da immer einen Blick drauf halten sollten. Wenn jetzt sogar in der Vorgeschichte schon zum Beispiel eine Alkoholabhängigkeit stattgefunden hat oder eine Medikamentenabhängigkeit, dann ist vom Arzt das Nutzen-Risiko-Potenzial des Gabapentins ganz, ganz streng zu beurteilen. Schön, dass Sie einmal bis hierhin dran geblieben sind. Ich finde es auch immer wichtig, dass man eine kleine Vorstellung davon hat, wie das Medikament eigentlich im Körper wirkt. Bei dem Gabapentin ist die Wirkweise noch nicht zu 100% belegt, aber man geht davon aus, dass es so ist, wie ich es Ihnen jetzt gleich darstellen werde. Sie müssen sich das so vorstellen, im Körper gibt es zwei Systeme. Einmal ein System, was so ein bisschen aktivierender ist und eins, was etwas dämpfender ist. Im Falle zum Beispiel jetzt von Epilepsie oder von neuropathischen Schmerzen auch, ist dieses aktivierende System etwas verstärkt und das möchte man etwas runterfahren. Das dämpfende System besteht aus inhibitorischen Neuronen, so nennen die sich, und das aktivierende System aus exzitatorischen Neuronen. Auch wenn der Wirkstoff Gabapentin strukturell, wenn Sie sich das Molekül angucken würden, eine sehr große Ähnlichkeit hat
zur GABA, die Gamma-Aminobuttersäure ist das. Und zwar ist das ein inhibitorischer Botenstoff, also der eigentlich dämpfend wirkt. Hat man aber festgestellt, dass die Wirkung gar nicht darüber kommt, dass diese Dämpfung aktiviert wird, sondern man geht davon aus, dass das Gabapentin die Freisetzung exzitatorischer Botenstoffe, also die Botenstoffe, die zu einer Aktivierung des Systems führen, unterdrückt. Das ist ganz interessant, wenn Sie da halt so ein bisschen näher mal einsteigen möchten. Ich gehe davon aus, dass man das Gabapentin aufgrund seiner strukturellen Ähnlichkeit zur GABA, zur Gamma-Aminobuttersäure entwickelt hat, aber letztendlich dann festgestellt hat, dass es doch nicht als GABA wirkt, sondern die Ausschüttung dieser aktivierenden Botenstoffe hemmt. Genau das führt auch dazu, man geht davon aus, dass dadurch die Schmerzweiterleitung auch gedämpft wird, wodurch es dann zu der Anwendung bei den peripheren neuropathischen Schmerzen kommt. Am Ende möchte ich noch mal kurz zusammenfassen. Das Gabapentin ist nun ein Wirkstoff, der recht viele Nebenwirkungen hatte, genauso eigentlich wie alle Mittel, die man gegen Epilepsie anwendet. Der Vorteil des Gabapentins ist ein großer, und zwar, dass er so gut wie keine Wechselwirkung mit anderen Medikamenten eingeht. Das sieht man recht selten und ist gerade bei der Anwendung als Antiepilepsiemittel sehr wichtig, denn da werden ja doch meistens auch noch andere Medikamente parallel eingenommen. Denken Sie bitte immer daran, wenn Sie von einer Niereninsuffizienz bei sich wissen, dass unbedingt die Gabapentineinnahme daran angeglichen werden sollte, auch wenn die Nierenleistung sich mit der Zeit zum Beispiel verschlechtert, dass man da immer an die Dosisanpassung dann auch denkt. Und zu guter Letzt denken Sie bitte noch mal dran, das Gabapentin niemals abrupt abzusetzen. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass mein Gabapentin-Video doch etwas länger geworden ist. Eigentlich wollte ich diesmal Basic und Intensiv zusammenführen, aber ich sehe, ein Basic-Video ist da doch wieder vonnöten. Deshalb hoffe ich, dass Sie mit meinen Informationen etwas für sich anfangen konnten. Wenn Ihnen gefällt, was ich mache, freue ich mich immer sehr über einen Kommentar oder aber auch über einen Daumen nach oben. Wie immer können Sie gerne auch meinen Kanal abonnieren und ansonsten hoffe ich einfach, dass es Ihnen gut geht und Sie gesund bleiben oder gesund werden. Und denken Sie doch immer dran, dass Glücklichsein die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.